dadurch die Führung bei Juno Memory, Heavenly Dream Girl in zweiter Position, dann folgt Henry Beutensorg mit Hermes Abline, das sind die ersten vier Ausgangs der ersten Kurve, 22:0 die erste Zwischenzeit aus dem Band gestartet, natürlich dementsprechend dann auch die vermeintlich etwas langsamere Zeit. Juno Memory führt vor Heavenly Dream Girl, Henry Beutensorg und Hermes Abline. Hart innen versucht Itzeblitz weiterzukommen und am Ende des Rennens ist Leonella letztes Pferd an der Innenkante. Aber alles noch relativ dicht beieinander jetzt, wo es in den Wetzlar-De-Bogen hineingeht und wo jetzt Heavenly Dream Girl in dritter Position, dann Leonella außen, Fehler von Juno Memory, Zielgerade jetzt erreicht und Heavenly Dream Girl im Vorteil, aber Hermes Abline außen lässt nicht locker, bleibt dran. Mit etwas Abstand versucht auch Henry Beutensorg noch einmal ins Geschehen einzugreifen und außen auch Leonella noch schnell gemacht. Wer gewinnt hier? Heavenly Dream Girl oder sogar Hermes Abline? Heavenly Dream Girl, Hermes Abline, Heavenly Dream Girl und Hermes Abline. Knappes Ende auf den letzten Metern, knappes Ende, aber ich denke, es hat gereicht für Hermes, für Heavenly Dream Girl gegen Hermes Abline. Leonella dabei noch auf Rang. War ein harter Kampf. Und Marlene, bleibst du drauf oder kannst du absteigen? Ich habe lange Arme. So, ich gebe dir erstmal einen Blumenstrauß. Der hat schon gesagt, das sieht ja wunderbar aus. Also heute war es wirklich, da musst du dir richtig hart beißen, oder? Ja, sie hat jetzt halt eine Zwangspause, weil sie nicht 100% war. Heute liegt sie auch mit Eisen, aber sie sind wieder ein starkes Rennen. Und Und sie ist ja schon die ganze Saison unterwegs und ist ja Wahnsinn, dass sie sich dann trotzdem noch immer so toll einsetzt, weil das ist ja doch schon ein Rennen, wenn sie jetzt diesen Titel auch gewonnen hat. Definitiv und sie hat jetzt auch noch nicht spüren, dass sie müde wird. Sie läuft immer weiter durch und gewährt. Also wenn ihr bis zum Jahresende sozusagen im Kampf um das Kraftreitschampionat, was ja natürlich schwer ist, zu gewinnen gegen Ronja, werdet ihr aber dranbleiben. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht unbedingt. Ich bin ganz dankbar, dass ich das Pferd zur Verfügung habe, aber mit einem Pferd ist das auch schwierig, sage ich mal. Ich bin super stolz, dass wir erreicht haben und wir geben es jetzt. Gut, also ihr nehmt jeden Moment mit, ihr nehmt jeden Sieg mit. Ihren herzlichen Applaus bitte für Marlene Matzki und für Heavenly Dream Girl. Und das endgültige